Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Kingdom Come Deliverance Let's Plays. Was geht? Also bevor ich jetzt mit dem Bruder Necronomicon da rede, gehen wir hier einmal kurz alle Büchers durch und gucken, ob wir hier irgendwo noch diese ausgerissenen Bücherseiten finden. Hier liegt nämlich zum Beispiel schon wieder eine. Wir haben jetzt dann nämlich schon 4 von 10. Also schon mal gar nicht so verkehrt. Und jedes Buch, das wir aufschlagen, gibt uns auf jeden Fall auch ein bisschen frischen Aufschluss. In der Fertigkeit des Lesens. Auch wenn manche Bücher doppelt sind, die wir uns anschauen, aber gut. Ja, man kann ja nicht alles haben. Aber dass hier in der Bibliothek nur eine herausgerissene Buchseite rumfährt, finde ich ein bisschen komisch. Ja, für deine aber auch nicht. Also. Ne, hier ist nichts mehr. Dann reden wir doch mal mit dem guten Bibliothekar. Bin hier, um zu arbeiten. Wunderbar. Höchstwahrscheinlich machst du das zum ersten Mal, aber es ist leichter, als du denkst. Es bedarf nur etwas Übung und Latein. Na, klasse. Hier ist das Original und da sind die leeren Pergamente, auf die du das Original übertragen wirst. Verstanden? Du mögest beginnen. Versuch es nicht zu verpatzen. Beginne zu kopieren. Hasse es, dass das so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Bitte, hä? Tribunas, letztes Wort, Tribunas, okay. Nidi, ja, das könnte hinhauen. Aber das könnte auch ein Mihi sein. Ich bin ja immer noch für das Unterste jetzt gerade. Komm, nehmen wir das Unterste. Nun et gladi antipites in manibus eorum. Eorum. Ja, will ich wohin hauen. Alter Verwalter, ey, ohne Witz, ihr könnt doch einfach Schriftzeichen mal auswählen, die ein bisschen gescheiter sind. Ist das jetzt ein Rums? Nee, das ist ein Aius. Alter Verwalter. Lasset uns schreiben. Ein wahrer Gelehrter, der ich doch bin. Backe durch den Tisch durch. Okay. Übergebe ich dem Bibliothekar mal meine Arbeit. Hoffen wir mal, dass das soweit passt. Das nennst du eine Abschrift? Mit deinem Gekrätzel hast du das Pergament ruiniert. Bitte, was? Aber ich habe den Ruf verbessert. Also, so scheiße kann es nicht gewesen sein, wenn du das okay fandest. Ja, das kann ich jetzt gerade knicken, hier ein Schloss zu knacken. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe 3 Dietriche. Ich glaube, ich verbrauche die. Ich bin mir jetzt zwar gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich verbrauche Dietriche. Okay.
habe meine Arbeit getan. Oh. Machen wir hier mal eine Tür zu. Außen bleiben. Ja auch. Chillen wir kurz hier. Ich höre Dinge. Ein leichtes Schloss. Zack. Was haben wir hier? Wow. Ist der Dietrich jetzt im Arsch? Nee, immer noch drei. Alles klar, perfekt. Was haben wir hier? Goldkreuze, ne? Das ist halt schon... Bin hier oben. Ihr habt mich niemals gesehen. Oder doch? Anscheinend ja nicht. Dann gehen wir den Spaß hier doch noch... Oh, warte mal, ich kann hier das ja auch mal kurz... Ich kann die hier nicht anlesen. Schade. Weil das sind so ein Haufen Bücher. Damit trainierst du Lesen ja mal 10.000. Also theoretisch könnte ich hier in der Nacht auch einfach mal alle Bücher klauen, einmal kurz anlesen und gut ist. Was möchtest du? Ich habe Seiten des Zerrissenen. Wunderbar. Such nur weiter. Den Rest... Okay. Ich möchte... Alles immer dasselbe. Dann ist es hinfällig. So ist die scheiß Tür hier offen. Okay, hier ist gerade keiner. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn hier jetzt niemand ist, perfekt. Kann mich auch niemand erwischen. Wenn ich jetzt hochgehe. Ich hier mal umguck. Ja, hier ist nämlich Keusau. Da oben gibt es noch einen Schissel. Ich muss die Dinge hier finden. Hier, Truhe. Leicht zu knackende Truhe. Zack. Entriegeln. Öffnen. Herausgerissene Buchseite. Nice. Richtig. 5. Zum Glück gibt es hier einen Haufen leichte zu knackende Schlösser. Oha. Nehme ich aber auch mal mit. Was haben wir hier? Nix. Da haben wir auch nix. Auch nix, auch nix. Da haben wir noch eine Truhe. Alles stehlen. Leute. Ich bin ja so ein Schlawiner. Die ist schwer. Die wird ein bisschen schwerer. Aha. Kann man ein Schloss zu knacken? Ich bin kein Dieb, ich bin nur echt gut im Schlösser aufmachen. Alles stehlen, was so geht. Einfach, weil es mir gefehlt. Nö, da haben wir schon alles. Dann ist jetzt nur noch die schwere Ruhe.
Oh, haben wir da den Punkt? Der ist hier. Lass dich bloß möglichst immer hier drauf bleiben. Perfekt. War nicht kaputt gegangen. Was haben wir denn da? Ein schöner Dolch. Wozu braucht ein Mönch eine Waffe? Alles mitnehmen. Dann muss ich mal gucken, wer hier hinten in der Ecke liegt. Relativ einfach. Okay. Muss ich mal was gucken. Sonstiges. Klosteralltag, ne? 4 Uhr nachmittags, Nachmittagsgebet. Wie viel Uhr haben wir? Warte, ich habe ja noch richtig Zeit. Wir haben ja echt eigentlich soweit alles. Muss ja noch ein paar Runen durchgehen, klar. Hier ist nochmal eine leichte Truhe. Wollstoff. Fackel. Oh. Schon mal laut. Schleich hier oben jetzt. Einfach weil ich es kann. Sehr leicht zu knacken, das Schloss. Das ist natürlich sofort offen. Ist gescheit drin. Okay, sehe ich von hier oben irgendwas? Ne, ich sehe hier nichts. Dann ist das auch hinfällig. Was liegt hier rum? Schuh? Aua. Aber jetzt muss ich runter in den Keller. Drauf hoffen, dass hier keine Sau ist. Weil hier ist ja hardcore böse. Aber hier gibt es ja auch noch Truhen. Die geknackt werden müssen. Und hier ist... Oha. Würde ich ja sehr gerne nehmen, aber sehr schwer kann ich leider nicht knacken. Und ja, das wird's dann wohl hier unten auch gewesen sein. Mit zu knackenden Ecken. Hier gibt's noch eine Tür. Auf und gucken da mal raus. Ah, lol. Interessant. Hier gibt es einen Schlaf- und Speicherpunkt. Machen wir mal den Deckel hier zu. War da hinten noch eine Tür? Nee. Okay. Ah, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Da kann ich hier unten pennen gehen. Dann bin ich direkt schon hier unten. Dann brauche ich nicht durch die Flure zu marschieren. So. Hier ist doch safe irgendwo jemand am Rumlaufen. Nee. Okay. Dann kann ich ja hier durch. Oh, da war gerade einer. Okay, hier darf ich ja wieder sein und arbeiten. Servus. Ah, Prior, hallöchen. Ich bin Gregor, der neue Novize. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Du leitest das gesamte Kloster, nicht wahr? Willkommen in unserer Mitte. Ja, ja, der Herr wollte, dass ich in der Abwesenheit des Abtes dessen Pflichten übernehme. Doch vorwiegend bin ich ein Diener Gottes, wie du und die anderen Brüder. Vor nice. Gott sind wir alle gleich. Wie gefällt es dir hier? Wir sollten nicht nur vor Gott gleich sein, sondern gegenüber allen Leuten. Weiß nicht, ich bin noch nicht lange hier. Mhm, boah, ist es toll. Ist toll hier.
Freut mich. Auf dass deine Begeisterung andauern möge. Du, ich bin bald wieder weg. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Könntest du mir erklären? Gewiss doch. Abt Peter ist alt und wir rechnen damit. Kann theoretisch jeder abwehren? Ja, aber es gibt nur zwei Anwärter: Nevelas und Johann. Als Spirit, ich weiß, dass ein paar. Warum stellt mich als Abt auf? Das lohnt sich. Sache steht so, wie es ist. Was haben wir denn hier? Ja. Nicht für deine Augen bestimmt. Die Bücher darin sind für keine Augen bestimmt. Nee, ich will eigentlich hinter diese Tür, aber solange du hier stehst, ist echt für den Arsch. Okay. Da habe ich jetzt schon einiges erforscht. Aber natürlich gibt es da noch viel mehr zu erforschen. Und da ist der Punkt, hier rennen die Zirkatoren rum. Dürfen mich jetzt nicht sehen. Die Truhe knacke ich jetzt mal nicht. Hier ist soweit auch nichts. Sehr schwer zu knacken, das Schloss eher schwierig. Oh, hallo Abt. Kannst du Abbitte leisten? Köter! Na du Armer. Bist hier ausgesperrt. Schwierig. Äußerst schwierig. Unten im Keller war ich, oben war ich und habe alles ausgeräumt. Ich muss jetzt halt auschecken, wo der Dude pennen geht. Was Geruchssinn? Achso, das ist der. Find hier heraus, welcher Novize Frios ist. Ja, haben wir das nicht eigentlich schon so weit entdeckt? Also, ja klar, wir müssen noch gucken, wer da an der Stelle schläft. Du missachtest deinen Tagesplan. Ja, tatsächlich, das mache ich. You can't see me. Ich bin hier oben. Begib dich für Gebet und Messe in die Kirche. Nice Scheiße, dann machen wir das doch mal. So, run. Der Punkt ist, nach der Messe ist, glaube ich, rum, ne? Aloha. Da muss ich jetzt mal ganz kurz meine Inventar gucken. Die Klostertag Alltag. Bis um 6 Uhr. Dann gibt's Vesper und Gemeinschaftsabendmahl. 7 Uhr abends. Freizeit vor dem zu Bett gehen. Lob sei Jesus Christus. Okay. Dann machen wir doch jetzt hier mal tatsächlich Baderino. Bis um. Ja.
circa 18 Uhr. Ich ziehe das jetzt durch. Ich meine, wir haben danach Luft. Ich missachte meinen Tagesplan. Speise mit den anderen. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde die notwendigen... Antonius. Unterhalten wir. Aber bis zur 6. sollen sie frei sein für die Lesung. Nach der 6. und der Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen in ihren Betten ruhen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so... In deiner Truhe war... Warum auch nicht? Immerhin habe ich ihn selbst dort versteckt. Durchwühlst du immer die Sachen anderer? Ja. Gehen sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Kranken oder empfinden... Beantworte du mir lieber eine Frage. Ich denke, du weißt welche. Wozu braucht ein Mönch einen Dolch? Dieser Dolch ist das einzige Erbstück meines Vaters. Er befand sich in unserem alten Laden, unter der Theke. Vater hatte ihn dort, um sich vor Dieben zu schützen. Als ich klein war, bewunderte ich diesen Dolch und fragte Vater, ob er ihn mir schenkt, wenn ich älter bin. Er sagte ja, aber dass ich ihn erst nach seinem Tod bekäme. Sprich weiter. Nun, Vater ist tot und ich bin hier. Dieses Stück Metall ist das einzige, was mir von der Außenwelt geblieben ist. Ich weiß, es ziemt sich nicht für einen Mönch, aber ich kann mich nicht davon trennen. Du könntest ihn jetzt zurückgeben. Du sollst nicht stehlen. Angenehm und für die Menschen beglückend, wenn der Befehl nicht zaghaft, nicht saumselig, nicht lustlos oder gar mit Murren und... Ich habe ihn gerade nicht dabei. Nun, ich wäre froh, wenn du ihn zurückgibst. Es wäre für mich ein großer Verlust. Der Jünger verdrossen gehorcht, also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt, so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, doch keinen Gefallen. Also Antonius müsste doch Prius sein, oder nicht? Komm mal rein. So. Ah, Gregor. Erzähl mir von dir. Was kannst du mir... Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und ich frage mich, warum er noch hier ist. Das klingt als... Ich traue ihm nicht... folgende Verfügung, die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Es ist jetzt natürlich schwierig. Ich würde tatsächlich sehr gerne mal mit dem guten Konstantin nochmal reden. Lukas ist, glaube ich, absolut uninteressant, aber Konstantin ist... bedrückt dich. Dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten. Zählst du von den anderen? Erzähl mir von Antonius. Wenn ich dir jemanden als Freund empfehlen würde, abgesehen von mir selbst, wäre es Antonius, okay. Er ist eine ruhige Seele. Joachim interessiert. Ach ja? Er ist eine miese Ratte, die einen für alles verpfeift. Wäre er nicht hier, würde ich mein Leben darauf verwetten, dass er ein Kumanenspitzel wäre, der sich für ein paar Groschen bückt. Das klingt nicht besonders schmeichelnd. Sollte es auch nicht. Egal, was du tust, hüte dich vor ihm. Er behält jeden im Auge und würde dich selbst für den kleinsten Fehltritt verpfeifen. Okay, was mit Lukas? Das ist so eine knifflige Sache. Niemand weiß etwas über ihn. Ich habe oft versucht, mit ihm zu reden, aber er zieht... Okay. Das wäre alles. Das ist alles so schwierig. Nicht saumselig, nicht lustig. Lukas, komm, hau du mal noch raus. Ich wüsste gern... Ich weiß nicht. Frag ruhig Konstantin. Nicht viel. Kenne ihn nicht. Im Grunde weiß ich fast nichts über ihn. Du weißt, dass das mit... Was kannst du mir über Konstantin... Nicht viel. Kenne ihn nicht. Warte. Du weißt wirklich gar nichts über die anderen? Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Ich weiß. Weißt du etwas über... Nein, er mag mich nicht, aber er versteht sich sehr gut mit den... Okay. Erzähl mir von Antonius. Würde ich gern, aber da gibt es nichts zu sagen. Das ist... Warum? Ich dachte, du... Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr... Der ist echt scheiße. Ich mag dich nicht. Okay. Aber im Prinzip haben wir dann alle soweit durch. Wie lange wäre jetzt dann noch das Gewarte?
dass wir den Klosteralltag für heute abschließen. Bis um 7 Uhr. Ja, okay, gut. Halbes Stündchen. Dieses halbe Stündchen, das werde ich jetzt damit verbringen, mich hier zu bedanken. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Kingdom Come Deliverance. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya.